Ihr müsst euch keine Sorgen machen, Monsieur. Die Fracht wird rechtzeitig ausgeliefert. Nun, ich nehme an, das verdanken wir St. Vinzenz. Oder vielleicht einem Schutzengel, Monsieur. Ah, Aveline. Sicher ist es nicht die Gesellschaft deines Vaters, die dich herführt. Ich werde euch beiden eure Privatsphäre lassen. Aveline, die Dokumente, die du an Bord jenes Schiffes fandest. Ich kenne einen der Namen. Rafael Joaquin de Ferrer. Ein Feind von uns. Ich weiß nicht, was er damit zu tun hat, aber ganz sicher ist es mehr als einfacher Diebstahl. Wie kann ich helfen? Einer von Agathes Dienstboten sagte uns, er würde heute an einer Abendveranstaltung im Hause des Gouverneurs teilnehmen. Ich werde mein schönstes Kleid tragen. Oder weniger. Keine Angst, Gerald. Ich werde ihn ganz bestimmt entlarven. In der Zwischenzeit könntest du dich doch mit dem Anwesen des Gouverneurs anfreunden. Vielleicht findest du einen diskreten Nebeneingang? Keine Angst, Gerald. Ich bereite mich gut vor. Eine Sache noch. Da steht ein kleines Haus zum Verkauf neben der Gouverneursvilla. Es wäre eine ideale Umkleidekammer, wenn es dir nichts ausmacht, es zu kaufen. Euer Wunsch ist mir Befehl, Monsieur Blanc. Ach, also er ist wahrscheinlich auch ein Assassin, ne? Der Vater weiß nichts davon. Das hört sich doch mal nach sehr interessanten Neuigkeiten an. Kann ich hier reingehen? Nein, schade. Ich lauf doch ein bisschen. Kann ich klettern? Nein. Die Dame kann so gut wie gar nichts, also. Kann ich über Zombies springen? Nein. Okay. Die Dame ist nichts für mich. Wuhu. Ubisoft-Erfolg freigeschaltet. Die erste Umkleidekammer. Und schon verschwindet. Was sollte ich jetzt nehmen? Ich nehme mal die Sklavin. Bonjour. Und lauf mal ein bisschen durch die... Oh. Ja, vielleicht sollte man nicht direkt in die Villa reinlaufen. Was ist das hier? Sind das Leute, die einfach nur Spaß am... Naja, haben? Am Frauen schikanieren? Scheinbar schon. Keine gute Idee. Wo bist du, Butler? Ich möchte dich sehen. Da. Wow. Komm, sieh mich nicht. Weiterlaufen. Denkt daran, diese Waren am Südeingang abzuliefern, gleich nach Sonnenuntergang. Hier, damit erhaltet ihr Zugang zur Küche. Ha,
Ich wette. Genau, wir müssen den Schlüssel stehlen. Ist doch perfekt. Wieso sollte man nicht einen Schlüssel stehlen? So, das ist die Dame, das ist die Assassinin. Die Assassinin hat... Wir werden gesehen. Natürlich wollen wir das. Komm, hoch mit dir. Andere Seite. Hier ist eine Kiste. Boah. Man kann eigentlich einfach nur die ganze Zeit mal eben so 40 Minuten oder so damit verbringen, einmal durch die Stadt zu laufen und einfach nur Kisten aufzuheben. Naja. Wer macht das schon nicht gerne in Assassin's Creed? Das ist so eine der Lieblingsaufgaben, finde ich. So, da hinten ist ein Steckbrief. Der wird direkt abgerissen und dann geht's... Hä? Achtung. Weg mit dir. Ich möchte unbekannt bleiben. Und dann geht's direkt... zur Mission. Und zwar heißt die, eine Umkleidekammer freizuschalten. Umkleidekammer gekauft. Ja.